Dirty Talk. Der Podcast mit den Amateuren von My Dirty Hobby. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Dirty Talk. Und zwar hatten wir im März ja schon ein Thema mit dem Fetischtag, aber es gab noch einen zweiten besonderen Tag, und zwar den Threesome Day, also den Trio-Tag sozusagen. Und da freuen wir uns ganz besonders, dass wir die Mia Adler da zu Gast haben. Hi, grüß dich. Hi. Vorab erstmal Mia Adler. Ich habe versucht zu überlegen, wie der Name wohl zustande kam. Hat es irgendwas mit Adleraugen zu tun oder frei wie ein Vogel fühlen? Wie kamst du auf den Namen Mia Adler? Ja, eigentlich ganz lustig. Ich bin bei Mackie im McDrive drin gestanden und ich habe mir die ganze Zeit überlegt, so ein Nachname, was könnte ich denn da nehmen? Und daneben war das Modegeschäft Adler und dann habe ich mir so gedacht, passt eigentlich ganz gut. also ganz anders. Ja, ganz spontan entstanden, war auch irgendwie total witzig, aber ja, so simpel. Okay, wenn man so nach dir recherchiert, gibt es so einen Steckbrief, da steht Beruf Bürokauffrau, BH-Größe 85D, 1,59 Meter groß, 62 Kilo, Augenfarbe blau, dunkelblond, Anzahl der Filme 204, Löwe und sexuelle Orientierung. Stimmt das alles so oder hat sich da was verändert? Es hat sich eigentlich sehr viel geändert. Also mittlerweile mache ich eben My Dirty Hobby, Webcam Girl, ist eigentlich so mein Hauptberuf. Ich sage immer, ich habe mein Hobby zum Beruf gemacht, das hat sich so ergeben. Bin auf vielen Produktionen, was mich immer sehr freut, macht total viel Spaß. Und ja, genau, BH-Größe hat sich auch geändert. Ich habe sehr viel abgenommen in der Zeit. ist jetzt auf 75D runter. Genau, ansonsten passt eigentlich alles noch. Aber vom Typ her, ich habe mich komplett geändert. Die meisten, die haben das mitbekommen, die sind von Anfang an dabei. Und ja. Da schließen wir doch gleich mal die Frage an, wie lange bist du denn schon bei My Dirty Hobby? Ich bin jetzt seit 2 Jahren, im März sind es genau 2 Jahre gewesen. Okay, also dann auch sehr aktiv mit über 200 Filmen. Und jetzt thematisieren wir heute den Threesome Day. Ja, gerade was auch so sexuelle Sachen angeht oder auch Dreiecksbeziehungen. Wieso bist du denn dafür prädestiniert? Bist du jemand, der das so in seinem Alltag auslebt? Ja, also ich bin eigentlich generell ein sehr offener Mensch. Habe viele Dreier schon gehabt und habe auch vor, noch weitere zu haben. Ist zwar nicht immer leicht, es ist echt immer so phasenweise, mal hat man echt total Glück und findet dann immer 2, da wo es total passt. Und ja, es gibt auch immer wieder so Konstellationen, wo dann man doch merkt, okay, da ist die Eifersucht doch noch da. Speziell jetzt, wenn ich mit einem Paar einen Dreier habe, das ist dann schon immer so mit der Eifersucht ein Thema, aber das ist ganz unterschiedlich. Da gehen wir nachher nochmal im Detail drauf ein, weil das natürlich auch eine spannende Frage ist und auch Mann, Mann, Frau oder Frau, Frau, Mann, ne, was ja bei Dreiecksbeziehungen möglich ist. Wenn ich noch ein bisschen recherchiert habe im Vorfeld, finde ich ganz interessant, dass 95% der Männer und 87% der Frauen sich einmal ein Trio wünschen. Und das laut Statistik aber 18% der Männer und 10% der Frauen erst einen Dreier hatten. Das heißt, da schlummern ja noch viele unausgelebte Fantasien. Wann hattest du denn deinen ersten Dreier? Boah, muss ich mal überlegen. Meinen ersten Dreier, den hatte ich vor 4 Jahren, also eigentlich relativ spät. Ich habe mich immer nie getraut damals. Ich war damals ein sehr zurückhaltender Mensch, bevor ich in diese Branche eingestiegen bin. Ich bin eigentlich mit dieser Branche gewachsen, sage ich immer. Ja, es hat schon ein bisschen Überwindung gekostet, weil man nicht wusste, was kommt da auf einen zu, wie ist es, wie läuft es ab. Man macht sich schon immer viele Gedanken im Voraus, aber mittlerweile habe ich halt einfach eine ganz, ganz andere Einstellung zu dem Thema und bin halt viel lockerer und habe, ja, ich denke halt in vielen Sachen viel, viel anders da mittlerweile. Und ja, ich sehe das jetzt eigentlich viel, viel lockerer. Das ist eigentlich für mich wie Kaffee trinken, mal mit Milch, mal schwarz. Also das ist, ja, ich denke da nicht mehr so viel drüber nach. Wenn ich Lust darauf habe, dann suche ich und habe meinen Spaß dabei.
Okay, aber das heißt nicht, dass es oder der Sex dir weniger bedeutet, dass es so ist, als für dich gerade einen Kaffee trinken. Okay. Also ich vergleiche das immer so, weil viele Menschen sich das irgendwie nicht vorstellen können und sagen, nein, nur mit einem das ganze Leben. Und weil ich dann auch immer sage, das ist ja Spaß, Sex ist ja Spaß, man soll sich austoben, auf das, was man Lust hat, einfach machen. Und warst du denn damals so die, sag ich mal, die zweite Frau und hast quasi einen Dreier mit einem bestehenden Pärchen gehabt? Oder wie war das damals? Ja, also es war ein Pärchen und ich kannte sie. Das war mir schon wichtig, dass ich eine Partei noch kenne, das jetzt nicht zwei völlig Fremde. Da hat es eigentlich gut funktioniert, dadurch, dass wir Frauen uns verstanden haben. Und ich finde, das ist auch immer sehr, sehr wichtig, auch bei einem Dreier. Das sind die Männer eher unkomplizierter als wir Frauen. Und da spielt es halt schon eine große Rolle, dass man sich da auf einer Wellenlänge befindet. Mhm. Und das hat eigentlich da ganz gut geklappt. Hast du denn da eine Priorität, dass du sagst, ich habe es dann lieber mit zwei Frauen und einem Mann oder lieber mit zwei Männern und einer Frau? Das ist eigentlich im Gleichgewicht, mal so, mal so. Also ich habe jetzt da nicht irgendwie ein Favorite, dass ich sage, okay, ich muss jetzt immer eine zweite Frau dabei haben. Ich bin ja auch selber in der Gangbang-Schiene drin, also ich mag auch mehrere Männer. Aber es ist halt dann auch mal schön, zwischendurch eine zweite Frau dabei zu haben. Mhm. Aber ist es denn für dich Grundvoraussetzung, dass es ein Pärchen ist und ein Dritter dazukommt? Nein, oder können das auch drei sein, die eigentlich keine richtige Beziehung miteinander haben, wo es quasi nur um das Sexuelle geht? Also Hauptsache einen Dreier, sage ich immer. Also das können alle sämtlichen Konstellationen sein, es muss jetzt nicht ein Paar sein. Wobei ich sagen muss, wenn ein Paar dabei ist, ist es halt schon ein bisschen schwieriger, eben wegen der Eifersucht. Das ist dann bei drei, die jetzt nicht so die Verbindung zueinander haben, die denken da ganz anders drüber. Die sagen so, jetzt haben wir unseren Spaß. Und bei Paaren ist dann doch so, dass die Frau dann, habe ich auch schon oft erlebt, dann so, ja, du hast jetzt mit ihr das gemacht, was du nicht mit mir gemacht hast und so. Und da kommen dann schon immer solche Vorwürfe und Eifersüchteleien. Aber das ist eigentlich im Gleichgewicht, mal so, mal so. Also, dass der Mann sich zu viel oder mehr um dich gekümmert hat als um die eigene Partnerin quasi. Ist es dann währenddessen oder erst im Nachgang, dass es dann irgendwie so diese Diskussionen gibt? Also manche, die schießen da gleich dagegen und manche sagen, okay, sie lassen jetzt das alles passieren und reden dann danach. Was ich aber auch sinnvoller finde, weil das kann schon viel kaputt machen, dann die Diskussion, wenn sie was sieht, was er jetzt hat bei ihr schon länger nicht mehr gemacht hat und dann gleich dazwischen grätscht, das macht halt auch immer viel kaputt. Also ich sage immer so, ja, man kann es passieren lassen, aber dann danach einfach in Ruhe drüber reden. Also reden ist da eh sehr, 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 sehr wichtig drüber, dass man das macht. Und ja, wie man ja gesehen hat, es wünschen sich viele und du hattest ja auch schon gesagt, in einer, sag ich mal, normalen romantischen Beziehung ist ja eigentlich kein Platz für jemanden Drittes. Und ich sag mal, wenn jemand das dann scheinbar so ausprobiert und sagt, ja, wir wollen es einfach mal ausprobieren und eine zweite Frau dazu holen. Und wenn dann jemand, sag ich mal, so reagiert emotional, dann ist es ja sehr wahrscheinlich so, dass es vielleicht doch nicht so das Richtige für denjenigen war, ne? Weil das sollte dann ja irgendwie nicht auftreten an der Stelle. Ja, das kommt auch oft vor. Also man erlebt es auch oft, dass man merkt, okay, die Frau macht das jetzt nur, weil der Mann da Lust drauf hat und die Frau eben Angst hat, ja, sie könnte jetzt ihren Mann, ihren Freund, Partner verlieren dadurch, wenn sie jetzt da nicht mitmacht. Also das habe ich auch schon mitbekommen, also auch mit meinen Fans, mit meinen Usern. Ich rede da auch viel mit denen drüber, wo auch viele sagen, hey, sie würden das liebend gern mal ausprobieren, aber sie haben das Gefühl, ja, die Frau spielt da nicht so mit. Und ja, es gibt viele, die holen sich dann woanders da, den Dreier, ohne ihre Partnerin. Aber der Wunsch ist tatsächlich bei vielen da, aber sie haben halt einfach Angst, dass dann die Frau sagt, nee, mag ich nicht, ich verlasse dich jetzt deswegen. Und das spielt Angst auch eine große Rolle bei vielen, dass sie den Schritt dann auch nicht machen. Aber was mir auch aufgefallen ist, die wenigsten reden miteinander und da ist der Kasus Knacktus, finde ich immer. Ja, absolut. Ist ja bei vielen Dingen wirklich so. Hast du denn eine Priorität, wenn du jetzt sagen würdest, zwei Männer oder lieber zwei Frauen? Ja, dadurch, dass ich eigentlich schon sehr viele Männer habe, würde ich dann eine zweite Frau nehmen. Okay. Und
dann ist es auch egal, ob der Mann dein Partner ist oder der Partner der anderen. Das ist egal. Das ist egal. Das heißt, lebst du zurzeit in einer Beziehung? Nein. Okay, aber war es ja wahrscheinlich auch schon so, dass du in einer Beziehung warst und ihr dann einen Dreier mit einem zweiten Mann oder einer zweiten Frau sehr wahrscheinlich hattet, ne? Das tatsächlich nicht. Also ich habe mich eigentlich erst nach meiner letzten Beziehung so entwickelt. Ich war da sehr, sehr, sehr eingesperrt, sagen wir es mal so. Habe mich auch nicht wirklich viel getraut. Also viele, die mich von Anfang an verfolgen, die sagen, ich bin ein komplett anderer Mensch. Ich war sehr zurückgezogen früher, habe mich nicht viel getraut, habe mich immer versteckt, habe zu allen Ja und Amen gesagt und hatte aber auch nicht so das Selbstvertrauen in mir. Und das ist halt eigentlich mit My Dirty Hobby gewachsen. Und ich sage jetzt halt auch, also ich bin jetzt nicht aggressiv auf der Suche, das sage ich auch immer jedem, weil das wenn, dann kommt es von alleine auf einen zu, aber wenn, dann möchte ich auch eine Beziehung, wo das sehr, sehr offen ist. Also ich würde jetzt halt auch nicht wegen einer Beziehung Webcam-Girl aufgeben. Also ich möchte es definitiv weitermachen. Das sollte dann mein Partner dann auch so gestrickt sein wie ich, dass man sagt, hey, man geht zusammen in den Swingerclub, Partnertausch und ein Dreier und ja. Es ist ja so, die klassische Beziehung von der Gesellschaft so, zwei Menschen, ein Mann, eine Frau lieben sich und ein anderer sexueller Partner ist eigentlich ja tabu, ne? Weil man sagt, ja, wenn man sich liebt, dann braucht man keinen anderen Partner. Glaubst du, dass wenn man Sexualität so offen lebt, dass eine Liebe zu einem Partner weniger intensiv ist? Also ich finde, dass es sogar intensiver ist, wenn man so eine offene Beziehung führt, weil ich kriege das ja auch oft mit im Freundes- und Bekanntenkreis, da merkt man schon, die fühlen sich doch irgendwie eingesperrt. Sie lieben zwar den Partner über alles und möchten mit dem auch zusammenbleiben, aber es fehlt denen immer innerlich irgendwas, weil klar, nicht jeder steht auf die gleichen Dinge und ja, dann muss man halt auch drauf verzichten dann in der Beziehung, wenn man sagt, okay, man hat bloß den einen. Und ich finde halt, es ist so eine offene Beziehung, wo eigentlich jeder tun und machen kann, was er möchte. Natürlich alles abgesprochen, das ist das Wichtigste, dass das im Vornherein klargestellt ist, was ist jetzt erlaubt und was ist nicht erlaubt. Und man sollte da auch immer drüber sprechen, was man jetzt halt vorhat und einfach nicht irgendwie blind irgendwie irgendwelche Aktionen starten. Ich finde da die Beziehung sehr, sehr viel intensiver, weil man auch ein viel, viel größeres Vertrauen zu dem anderen eben hat auch. Ja, gibt es denn Grenzen oder wie du sagst, was ist erlaubt, was ist nicht erlaubt beim Dreier? Gibt es da andere Grenzen als beim Zweier oder steckt man das vorher ab? Wie ist denn das so oder probiert man sogar mehr aus oder sagt man vielleicht irgendwie sogar, ja, das und das möchte ich einfach nicht oder lässt man es auf sich zukommen? Also bei mir war es bis jetzt immer so, das war mir eben auch wichtig, dass man halt im Vorhinein gesagt hat, hey, das sind meine Go's, das sind meine No-Go's. Habe natürlich auch schon Paare gehabt, die gesagt haben, hey, sie möchten gerne mal was ausprobieren. Da hat man dann einfach drüber vorher gesprochen und hat es halt dann währenddessen einfach passieren lassen. Jetzt halt nicht mit dem Ziel, okay, wir müssen das jetzt machen, weil das hat sich der eine gewünscht, sondern aus der Situation heraus, dass man weiß, okay, das ist ein Wunsch, das wäre möglich, das haben wir abgesprochen und wenn das passiert, ist überhaupt kein Problem oder gibt es Stress oder sonst irgendwas. Also das wird eigentlich immer im Vorhinein besprochen. Was ich auch finde, dann geht es halt einfach lockerer zu, wenn man halt genau weiß, okay, der mag jetzt das, das darf ich jetzt mit dem nicht so machen. Da muss man dann auch nicht mehr so viel nachgedenken, wenn man die No-Gos einfach weiß von dem anderen. Ja, es ist ja eigentlich auch am besten, wenn man den Kopf ausschaltet. Zu viel Denken stört ja auch beim Sex. Ja. Ich habe gehört, dass wenn eine zweite Frau mit jemanden oder mit einer Partnerschaft Sex hat, bezeichnet man die auch als Unicorn. Das ist ja scheinbar bei dir dann auch häufig der Fall, dass du als zweite Frau hinzukommst. Ist das immer eher eine einmalige Sache oder ist es irgendwie sowas, dass sich vielleicht da auch Freundschaften ergeben und dann man häufiger dann miteinander zu dritt passt, so wie man früher gesagt hat, der Hausfreund oder die Hausfreundin? Also es ist mal bei, mal bei Paaren oder in so einer Dreierkonstellation, dass man das einmalig hat. Das ist eigentlich auch eher
ja, ausgeglichen, würde ich sagen, wobei die Tendenz eigentlich schon besteht, dass man sich so eine feste Gruppe zusammensucht, mit der man auch öfters, wo sich halt auch eine gute Freundschaft entwickelt. Ich bekomme das jetzt auch immer mehr mit, dass sogar sich WGs zusammenschließen, die untereinander was haben, die das so locker drauf sind. Und ich glaube auch, dass der Trend auch in die Richtung geht, dass man sich eben eine Hausfreundin oder einen Hausfreund auch nach Hause holt, die dann auch fest dann einziehen, dass man wirklich ein richtiges Dreiergespann ist, weil ich finde diese, ja, normale Situation, dass Frau, Mann alleine wohnen, Kinder bekommen, das, ja, das wird immer weniger, weil man muss auch beachten, heutzutage kann man sich ja auch keine Wohnung mehr leisten und es schließen sich immer mehrere Personen zusammen, um sich eine Unterkunft zu leisten zu können, und dann passiert es auch, weil ich finde auch, dass die Leute immer lockerer werden, immer experimentierfreudiger werden und auch, ja, dem ganzen Thema Sex auch offener werden. Also jetzt speziell bei uns in Bayern, muss ich sagen, ist das ganz schön zäh. Wir sind ja da sehr katholisch angehaucht hier unten. Aber man merkt schon, es kommen irgendwie auch in der Swinger-Szene immer mehr junge Leute, die sagen, hey, ich bin sexuell komplett offen und teile das auch gerne. Und ja, die schließen sich immer mehr zusammen dann. Also bei so einer Dreiecksbeziehung, die jetzt, sag ich mal, nicht nur auf das Sexuelle ausgerichtet ist, ist es ja vielleicht auch schwierig, könnte ich mir vorstellen, dass alle, sag ich mal, so den gleichen Part spielen, dass einer sich dann nicht irgendwie, sag ich mal, vernachlässigt fühlt, ne, dass man sagt, ja, du schenkst dem ja viel mehr Aufmerksamkeit als mir, ne, oder das ist ja bei Dreieck, sag ich mal, einer bleibt scheinbar auf der Strecke so ein bisschen. Hast du sowas schon mal festgestellt? Und du hast ja auch gesagt, manchmal ist es irgendwie Eifersucht, manchmal ist es vielleicht auch ein Trennungsgrund, dass ja die Frau, die dazukommt, dass es mit der auf einmal mehr Spaß macht als mit der eigenen Partnerin. Das ist ja schon so ein bisschen Potenzial für irgendwelche Sachen, die ja in eine harmonische Beziehung nicht gehören. Ja, also ich muss da auch ganz ehrlich sagen, dass, also es ist schon schwierig, es ist nicht einfach, so eine Dreiecksbeziehung zu führen, weil, wie du es ja eben gesagt hast, es fühlt sich immer einer benachteiligt. Und ich glaube auch deswegen, dass das in den meisten Fällen auch immer so eine einmalige Sache eben ist, dass sie sagen, okay, sie haben jetzt einmal einen Dreier, weil sie es ausprobieren wollen oder weil sie es eben geil finden, und lassen das dann auch, weil sie halt einfach Angst haben, dass dadurch einfach viel zu viel Stress entsteht. Dass jeder das schon im Hinterkopf hat, okay, eine Dreierkonstellation, es ist nicht einfach, fühlt sich der jetzt benachteiligt. Also man denkt da schon sehr viel drüber nach, aber ich kann halt immer nur sagen, reden. Also das ist eigentlich das Hilfsmittel Nummer eins und das ist auch ganz wichtig. Und da kann man dann auch viele Missverständnisse aufheben, sage ich jetzt mal, weil das ist mir auch schon aufgefallen, die wenigsten reden miteinander. Das haben die auch durch Corona, das ist wirklich durch Corona ist das ganz schlimm geworden, dass die Leute einfach nicht mehr miteinander reden. Würden Sie das? Ja, ich meine, merkt man ja auch daran am Telefonverhalten. Die meisten schreiben nur WhatsApp oder machen irgendwelche Voice-Nachrichten. Da ist ja die Kommunikation auch schon so ein bisschen, ja, eingeschränkter, als sie dann früher mal war. Man wird ja schon fast komisch angeguckt, wenn man telefonieren möchte. Ja. Jetzt ist es ja so, wenn du da sagst, Reden ist das Wichtigste. Wenn wir gerade nochmal die Statistik hervorrufen, dass nahezu 90% der Frauen und ich glaube, es waren 96% der Männer sich sowas mal wünschen mit dem Dreier, dann müsste man ja eigentlich sagen, ist die Gefahr ja eigentlich gar nicht so groß, das beim Partner anzusprechen, um dieses sexuelle Erlebnis vielleicht mal gemeinsam auszuprobieren. Hast du da vielleicht einen Tipp, wie man das beim Partner ansprechen könnte? Also, weil viele, wie du ja sagst, haben ja vielleicht die Angst, wenn sie es aussprechen, dass die dann sagen, oh Gott, der will mir fremdgehen oder die will mir fremdgehen, ich genüge denen nicht mehr, ne, und dass es nicht, ja, sag ich mal, in einen Stress ausartet. Ja, also es ist tatsächlich so, dass, gut, ich weiß das halt auch von meinen Usern, weil auch viele halt eine Partnerin haben, und die ihnen nicht alles gibt, deswegen holen sie sich dann, blöd gesagt, bei mir auch über die Webcam und man redet da auch drüber und sie haben wirklich nicht dieses Selbstvertrauen oder diese Angst einfach, das anzusprechen. Und ich sage dann immer, man muss ja allgemein auch bei dem Thema Sex, wenn man das jetzt halt nur zu zweit macht, muss man ja eigentlich auch schon offen sein gegenüber dem anderen, viel miteinander reden,
hat es gepasst oder hey, stellst du dir das so und so vor? Also es ist schwierig zu sagen, weil es kommt halt immer auf den Gegenüber drauf an, wie ist die Person eingestellt? Ist sie generell schon offen für dieses Thema oder sind sie eher verklemmt zurückgezogen? Das ist dann immer ganz unterschiedlich, aber es ist schwierig zu sagen, ich würde halt einfach schon so langsam aufbauen, vielleicht schon auf dieses Thema Sex kommen und dann einfach mal fragen, so hey, was würdest du denn davon halten? Aber dann auch der anderen Person klar machen, hey, du brauchst da keine Angst haben, dass ich dich jetzt halt verlasse, wenn du jetzt sagst, nein, möchte ich nicht, sondern einfach auch viel Verständnis zeigen und dem anderen auch das Vertrauen geben, dass man redet da jetzt ganz normal drüber und man könnte das ja auch mal ausprobieren, weil ich sage immer, wird vielen auch so in der Beziehung, dass sie sich das einfach mal anschauen, in einen Swingerclub zu gehen. Weil so an einem Paarennachmittag, so die Clubs haben eigentlich immer einen Tag, wo nur Paare und Solo-Damen erwünscht sind, wo die Männer, Solo-Männer komplett ausgeschlossen werden, dass man sich das einfach mal anschauen kann und dann auch mit Personen, die auch schon länger in der Szene sind, einfach mal in Kontakt tritt. Es ist ja kein Sexzwang da drin, also man hat ja immer noch die freie Entscheidung, aber dass man einfach das mal sieht, okay, wie schauen diese ganzen Clubs überhaupt aus, weil viele die malen sich immer das Schlimmste aus, RTL 2 sehen sie das und denken sich, oh Gott, das ist ja total eklig und so weiter, was es eigentlich letztendlich gar nicht ist. Also ich würde sagen, selber einfach mal in so Swingerclubs gehen, selber mal die Erfahrung machen, mit Swingern drüber reden und man kann da auch zuschauen, man muss selber nichts machen und man sagt, hey, das war jetzt ein schöner Tag da im Club, wir haben jetzt halt viel gesehen, so läuft es ab, es ist gar nicht so schlimm, da gibt's immer Zimmer, die man absperren kann, wo man dann sagt, hey, okay, das war jetzt halt genug für heute, wir haben da jetzt halt genug gelernt, in Anführungsstrichen, aber wir haben jetzt halt Lust aufeinander, ohne irgendwelche anderen Leute und dann gehst du in das Zimmer und dann hast du deine Ruhe. Also so bin ich eigentlich immer oder sagt es den Leuten, einfach mal ausprobieren, einfach sich mal diese Locations anschauen und in diese Materie einfach langsam einsteigen und sich mit vielen Leuten connecten, die in der Swinger-Szene, die reden sehr, sehr viel mit einem. Also meistens wird zu viel geredet. Man verquatscht sich da aber sehr oft, aber es ist einfach lockerer auch so. Und da wird man auch langsam an das Thema dann auch dran geführt. Ich glaube, das ist ein ganz guter Tipp, einfach auch zu sagen, pass auf, es ist kein Muss, es ist nur eine Idee, ein Gedanke, wie siehst du das, ne? Hast du vielleicht auch mal Lust, dir sowas anzugucken oder hast du Lust, sowas auszuprobieren und im Endeffekt mehr als ein Nein kann man ja nicht bekommen, dass man einfach nur sagt, ja gut, aber ich wollte dir einfach nur sagen, falls du die Fantasie hast, ich würde mir das mit dir angucken, sozusagen. Ja. Das ist, glaube ich, ganz spannend. Du hattest ja am Anfang gesagt, dass dein erstes Erlebnis quasi war, dass du die Frau schon kanntest. Wie ich so ein bisschen zwischen den Zeilen gehört habe, ist es aber auch häufig so, dass du beide eigentlich noch gar nicht richtig kennst. Klar, durch eine Kommunikation vielleicht über dem MDH, aber ich sag mal persönlich eigentlich noch gar nicht kennst. Was ist denn schöner oder reizvoller für dich? Weil einerseits würde ich sagen, wenn entweder ein Partner oder das Pärchen einem schon vertraut ist, ne, dass man sie kennt, könnte es eventuell einfacher sein. Andererseits könnte man ja sagen, ja gut, ganz fremde Haut, vielleicht ist das Prickeln da noch ein bisschen höher. Ja, also es ist aufregender, weil man natürlich den Menschen nicht kennt. Man probiert dann doch aus und man achtet ja dann doch am Anfang noch sehr, sehr viel auf den anderen Körper, wie er reagiert, der auf Berührung und so weiter. Das ist eher so wie so eine kleine Erkundungstour, sage ich jetzt mal. Das ist halt einfach spannender, aufregender, weil man die Leute nicht kennt und so bei einem Paar, wo man befreundet ist untereinander, ja, da kommt man auf Nacht zum Pizza essen, zieht sich irgendeinen Film auf Netflix rein und dann passiert das einfach und du weißt, okay, du kannst dich jetzt entspannen, das wird jetzt mega der Spaß und so weiter, kannst dich da fallen lassen und das andere ist eher so aufregend da im Kopfkino auch, finde ich, und ja, dieses Erkunden einfach, dieses Forschen, ja, was mag der jetzt so, also währenddessen das einfach mal herausfinden. Ja, man macht sich ja im Vorfeld, genauso wie beim Date, erstmal Gedanken, hat eine Wunschvorstellung, ne? Die kann natürlich 1:1 erfüllt werden, die kann, ich sag mal, übererfüllt werden, dass man sagt, wow, bin positiv überrascht, kann aber natürlich auch in die andere Richtung gehen, dass man negativ überrascht wird. Gab es denn bei dir irgendwelche Momente, wo du dich in so einer Situation sehr unwohl gefühlt hast oder wo du gesagt hast,
Entschuldigung, aber irgendwie glaube ich, die Chemie zwischen uns passt nichts, das wird nichts. Ja, also ich habe schon so Situationen gehabt, speziell jetzt, also bei Frauen war eigentlich nie irgendwas, außer dieses Eifersucht und dass du gemerkt hast, okay, eigentlich sie will es, aber irgendwie doch auch nicht, sie ist sich da so unsicher. Aber bei, also ich habe da auch schon durchaus Männer gehabt, wo ich mir dann gedacht habe, okay, ja, die, also bei mir ist es halt schlimm, ich mag das halt nicht, wenn einer meint, der steht jetzt über mir oder er kann jetzt den Besitz von mir ergreifen. Diese Dom-Sub-Spielchen, die mag ich gar nicht, also schon gar nicht, wenn ich die Leute auch nicht kenne, weil da gehört ja auch sehr, 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 sehr viel Vertrauen dazu. Und da bin ich dann auch, da habe ich schon viele Diskussionen dann mit Männern geführt, die halt sich auch im Ton vergriffen haben und so weiter. Und wo ich dann auch schon gesagt habe, ich so, nee, du, sorry, aber das macht mir überhaupt keinen Spaß. Da kriege ich eher so eine Krawatte mit dir, als dass ich da jetzt meinen Spaß habe und so. Das hast du ja gesagt, dass ich quasi mit My Dirty Hobby so ein bisschen entwickelt habe. Also vorher warst du dann auch eher, sag ich mal, in monogamen Beziehungen. Jetzt rückblickend mit der Erfahrung, was würde dir an einer monogamen Zweierbeziehung denn fehlen dann? An einer monogamen eigentlich gar nichts. Also ich kann es mir gar nicht mehr vorstellen, in so eine Beziehung einzugehen. Also früher natürlich, jeder hat dieses Denken gehabt, ja, ich will heiraten, ich will Kinder, einen Hund und ein Haus bauen und das bis ans Ende meines Lebens. Aber mittlerweile, dadurch, dass ich halt eben so offen geworden bin, mehr Selbstvertrauen in mich habe, mich auch selber akzeptiere, so wie ich bin, und einfach gemerkt habe, wie viel Spaß das einfach macht, wenn man halt so ohne Regeln einfach spielen kann, sage ich auch immer. Also, dass du halt da keinen hast, nein, das darfst du nicht machen, nein, nein, sondern genau das gemacht werden kann, auf das, was ich Lust habe, ohne irgendwelche Einschränkungen. Und deswegen würde das mit mir nie funktionieren. Ich würde nämlich mich sehr eingesperrt fühlen. Ich fühle mich sehr frei, muss ich sagen. Also vogelfrei. Und ich bin da auch sehr, sehr glücklich da drin. Und das möchte ich auch nicht missen. Und könntest du dir denn einen festen Partner überhaupt noch vorstellen? Also unter der Restriktion, er ist genauso offen, ihr seid, sag ich mal, so ein gutes Team, Sexualität untereinander passt und ihr könnt es auch, sag ich mal, mit anderen oder im Swingerclub sozusagen ausleben. Ja, also wie gesagt, ich bin ja nicht aggressiv auf der Suche, ich lasse das immer auf mich zukommen. Aber klar würde ich mir einen Partner wünschen, mit dem ich das dann auch zusammen machen kann. Wer die gleiche Einstellung hat wie ich, das wäre perfekt. Also das ist so ein kleiner Wunsch von mir, wirklich dieses Leben weiterzuführen. Nur, dass ich sage, ich habe meinen Heimathafen, aber ich kann mich trotzdem austoben und auch noch verschiedene Sexualpartner haben, ohne Einschränkung. Also Haus und Hund noch nicht ganz ausgeschlossen? Nein, ja, die möchte ich schon, aber mit dem i-Tüpfelchen. Mit dem richtigen. Jetzt ist ja auch mal ganz spannend, ne? Du sagst, vor 2 Jahren bist du mit My Dirty Hobby angefangen. Jetzt sagst du, du kommst so aus dem konservativen Teil von Bayern oder allgemein Bayern vielleicht ein bisschen bodenständiger, konservativer, wenn man das so kategorisieren kann. Wie bist du denn da als Bürokauffrau, wie man gelernt hat, irgendwann auf die Idee gekommen, ich gehe jetzt mal auf so ein Portal und ich mache ein bisschen Webcam und ich drehe auch Filme. Das ist ja erstmal ein großer Schritt, sowas zu machen oder sich so eine Idee zu haben. Ja, also ich bin da eigentlich durch meine Freundin, die Vika, da reingerutscht, sage ich jetzt mal. Sie wusste, ich bin schon generell offen, aber ich brauche immer diesen finalen Arschtritt und eigentlich will ich, aber irgendwas bremst mich noch, weil sie dann mich gefragt hat, hey, magst du es nicht mehr ausprobieren? Da habe ich gesagt, nee, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Nee. Und dann habe ich mal so ein paar Monate verstreichen lassen und dann habe ich mir gedacht, ich probiere eigentlich immer alles aus. Ich bin da auch sehr neugierig. Wir haben gedacht, ach, was, scheiß drauf, ich probiere es jetzt einfach mal. Und dann habe ich mich da angemeldet. Und es ist ja jetzt nicht so, dass ich da jetzt gleich mit Gangbang und so weiter angefangen habe, sondern wirklich so peu à peu. Auch die Webcam, es war alles neu für mich. Also ich habe zum Beispiel auch keinen Ton in der Webcam angehabt, weil ich mich nicht getraut habe zu reden. Ich habe mit denen nur geschrieben und habe mir jetzt gedacht, oh Gott, nein. Aber ich bin da wirklich immer so von Mal zu Mal bin ich da reingewachsen und habe mir dann so gedacht, hey, eigentlich macht das ja total Spaß. Die Leute, die sind eigentlich total cool drauf und man kann viel mit denen reden. Die drängen einen nicht. Also das muss man auch sagen.
ich wurde da nie gedrängt, irgendwelche Sachen zu tun in der Webcam, was jetzt halt für mich gar nicht ging. Also die haben dann wirklich gesagt, okay, wenn du das nicht möchtest, dann mach das nicht, und haben dann einfach weiter mit mir geredet und haben halt dann schon zu mir so ein Vertrauen, so eine Vertrauensbasis aufgebaut. Und klar, wenn man etwas immer wieder macht, wird man da immer lockerer. Und dann habe ich den Ton auch mit angemacht. Und dann, für mich war das ein sehr großes Problem, mich nackt zu zeigen, speziell auch vor Männern früher. Ich habe auch im Sommer nur Badeanzüge angezogen, keine Bikinis, weil ich mich einfach so für mich geschämt habe. Und da habe ich das auch so peu à peu, habe ich das vor der Kamera, dann bin ich mal im BH da gesessen, Unterwäsche komplett, und dann ist es losgegangen, oben ohne, dann nackt, und irgendwann fühlt man sich da auch irgendwie wohl. Und ich muss auch sagen, immer wenn ich jetzt halt irgendwo auf Produktion bin oder so, dann kann ich in die Webcam, ich vermisse das auch schon, weil das macht mir einfach mittlerweile so viel Spaß, und ich rätsel manchmal teilweise auch tot, aber das wissen die bei mir. Die wissen schon, ich rede sehr viel, aber das ist ja eben das, das macht eben so Spaß, wenn man eben so ein freundschaftliches Verhältnis zu denen auch aufbaut und du dann gewisse Namen liest, die dann in deine Webcam kommen und sagen so, hey, und dann freust du dich, ja, bist auch mal wieder da, und hat man schon auch Gemeinsamkeiten, und dann macht es einfach viel mehr Spaß. Und ja, ich bin halt da wirklich reingewachsen, immer offener geworden, und mittlerweile scheiße ich mir auch gar nichts mehr. Also wenn mir irgendwas nicht passt, dann sage ich das gerade aus. Ja, also im Endeffekt muss man sagen, hört sich fast so an, als wenn man abends rausgeht und jemanden Bekanntes trifft und sagt, hey, bist du auch wieder da? Ne, ja, dass das irgendwie auch ein fester Bestandteil von deinem Alltag quasi geworden bist. Mhm. Für Leute, die dich jetzt noch nicht kennen, gibt es denn da irgendwelche festen Zeiten, wo du live bist in der Webcam, oder machst du das eher spontan? Also ich bin eigentlich meistens vormittags bin ich immer in der Webcam. Kann auch mal sein, dass ich ab und zu am Abend dann bin, zum Beispiel wie, ja, so gut, Sonntag bin ich eigentlich immer nur am Vormittag, da, aber sonst Dienstag, Mittwoch eigentlich bin ich, das ist so mein freier Zeitraum, da ist dann mein Wochenende, sage ich jetzt einmal, wo ich, wenn dann nur ultra spontan reingehe. Aber ansonsten eigentlich hauptsächlich immer Vormittag. Außer ich schaff's mal nicht oder ich bin mal am Abend länger irgendwo weg, dann verschiebt sich dann die Zeit natürlich dann auch nach hinten, dass ich mal sage, okay, ich gehe jetzt am Nachmittag oder am Abend mal. Aber ja. Ja, also die WK Victoria ist schuld, dass du bei My Hobby bist. Ja. Die Neugier war dann doch zu groß, um zu sagen, gut, ich muss mir das mal so ein bisschen angucken. Und du sagtest ja auch, dass das mit diesem Dreisam dann sich dann auch so entwickelt hat. Das heißt, da war dann sehr wahrscheinlich die Neugierde auch so groß, sein, das möchte ich jetzt irgendwie ausprobieren. Ist es dann wirklich so gewesen, dass du bei My Dirty Hobby warst und über die Kommunikation im Chat oder über andere Videos von anderen Webcam-Girls du das Interesse gehabt hast, du, ich möchte das auch mal jetzt mit zwei Partnern ausprobieren, oder wie hat sich das entwickelt? Also der Gedanke, der war schon vor My Dirty Hobby da, aber ich habe das jetzt nicht wirklich so verfolgt, muss ich auch ganz ehrlich sagen, und auf My Dirty Hobby sieht man natürlich schon viel, was machen die anderen für Videos, und es waren eigentlich dann eine Zeit lang immer, habe ich dann immer so viele Dreier gesehen und habe mir gedacht, ja doch, ich möchte es auch irgendwie machen. Und ja klar, dann habe ich eben mit meiner Freundin damals, die wusste das, dass ich mich da angemeldet habe, die hat das auch total cool gefunden und hat dann auch immer gefragt, und wie ist es und wie war es heute und Ding. Und ja, da sind wir einfach so ins Reden gekommen über dieses Thema, und dann haben wir gesagt, hey, wir probieren das jetzt einfach mal aus, wir kennen uns. Ich meine, schief gehen kann ja da nichts. Und wenn es nicht hinhaut, dann haut es halt nicht hin, aber man kennt sich wenigstens und hat schon mal so ein bisschen dieses gewisse Grundvertrauen eben da. Es ist nichts fremd, man fühlt sich da schon mal wohler, als wie wenn jetzt zwei komplett fremde Personen vor einem stehen. Und ja, so hat sich das eigentlich entwickelt. Also das war wirklich schon vorher da, aber durch MDH, man sieht halt wirklich viel, was die anderen Mädels machen. Dann denkt man sich so, ja, das schaut schon irgendwie geil aus, das möchte man doch auch mal machen. Würdest du denn jetzt behaupten, dass Sex zu dritt für dich, sag ich mal, qualitativ besser oder befriedigender ist als ein Sex mit einem Partner? Also wenn du dir das jetzt aussuchen könntest, hättest du lieber einen Dreier oder lieber wirklich zu zweit? Ist das mit einem Dreier eher so, dass man sagt, ach, das kann mal dazukommen? Oder würdest du einfach sagen, nee, also eigentlich habe ich lieber Dreier als zu zweit?
Ja, das ist eine gute Frage. Es ist eigentlich sehr gleich. Also ich möchte auch nicht auf irgendwas verzichten. Das ist eigentlich sehr ausgeglichen bei mir. Es ist auch immer, ja, es kommt halt auch immer auf die Stimmung drauf an, weil mal sagt man, hey, man hat jetzt mal so eine Phase, wo man nur Dreier möchte. Und dann ist man dann auch irgendwie froh, so, ja, einer, der reicht mir vollkommen. Also das kommt auch immer auf die Stimmung drauf an, auf was man jetzt gerade Bock hat. Das kann man, finde ich, nicht irgendwie so eingrenzen, denn ich will lieber nur das oder lieber nur das. Also es muss schon ein guter Mix dabei sein. Ja, weil ich meine, beim Sex zu zweit ist natürlich die volle Konzentration auf dich. Und wie du schon gesagt hast, beim Dreier könnte es sein, dass du sagst, jetzt fühle ich mich gerade wie das dritte Rad am Wagen. Ich möchte ein bisschen mehr Beteiligung haben. Und dann kann es ja vielleicht irgendwie auch mal doof sein. Ne? Also war das auch schon mal so, dass du eher der Part warst, du sagst, Mensch, irgendwie kommt jetzt für mich zu wenig bei rum oder ich bin ein bisschen eifersüchtig? Das eigentlich nicht. Also ich bin da jetzt, wenn jetzt die anderen zwei da mehr miteinander machen, ich bin da mittlerweile nicht mehr so. Am Anfang habe ich mir schon immer Gedanken gemacht, ich so, ja, liegt es jetzt an mir oder habe ich irgendwas falsch gemacht? Aber mittlerweile ist es so, mein Gott, das ist dann so. Man kann sich auch dann alleine beschäftigen, den anderen zwei zuschauen und dann mit sich selbst dann einfach Spaß haben. Also mittlerweile denke ich da gar nicht mehr so drüber nach. Ich denke mir dann so, ja, dann haben die anderen nicht Spaß. Dann habe ich wie so eine Art Live-Porno vor mir und mach's mir selber. Passiert das denn mehr im Beruflichen oder auch im Privaten? Du sagtest ja Swinger-Szene, klar, aus dem Freundesbekanntenkreis, aber geht ja auch für My Dirty Hobby oder ist das immer wechselnd, dass du sagst, manchmal passiert daraus ein Dreier, manchmal passiert daraus ein Dreier? Ja, das wechselt eigentlich. Also das ist auch ziemlich ausgeglichen, privat und Video, weil man muss auch dazu sagen, nicht viele lassen sich auch filmen. Viele haben da Angst davor, erkannt zu werden. Habe ich auch vollstes Verständnis wegen Beruf und etc. Aber es ist eigentlich sehr ausgeglichen. Ich habe auch sehr viel Privatdreier, also jetzt nicht nur für My Dirty Hobby. Ich bin jetzt allgemein nicht so, dass ich sage, okay, ich muss jetzt einen Dreier haben, weil ich muss jetzt das auf Video haben, sondern es ergibt sich halt einfach. Ich mache nur das, was mir Spaß macht und nicht nur, dass ich es auf Video habe. Weiß denn dein privates Umfeld von deinem Dirty Hobby? Ja, die wissen es alle. Die feiern das auch total, die finden das mega cool, interessieren sich da auch dafür. Ich habe viele Freundinnen, die sind jetzt gerade in dem Punkt, wo ich früher war, wobei die von Haus aus schon viel offener sind, FKK gehen und allgemein sagen, nackt rumlaufen ist geil, finde ich super. Bloß halt dieser nächste Schritt, sich im Internet zu zeigen. In der Öffentlichkeit zu zeigen. Da stehen jetzt viele kurz davor, sage ich jetzt mal, weil die schon sehr, sehr neugierig sind und die kriegen das ja auch bei mir mit. Wie ich lebe, sage ich jetzt mal, ich habe schon sehr viel Freizeit, also das kann man schon sagen, weil ich mir das natürlich selber einteile und sie auch gesagt haben, dass ich so glücklich damit einfach bin und nie schlecht drauf und man merkt, dass mir das so riesen Spaß macht und ich sehr viel Spaß auch habe und ja, sie sind schon ein bisschen neidisch, aber sie stehen jetzt wirklich vor dem Punkt, ja, zeige ich mich öffentlich oder nicht, wobei sie eigentlich alle schon recht offen sind. Sind die Ängste bei denen dann eher, sag ich mal, beruflicher Natur, dass sie sagen, ich habe einen festen Job, ich habe Angst, dass ich da gesehen werde, dass ich meinen Job verliere, oder eher, sag ich mal, gesellschaftlich privater Natur, dass sie sagen, oh Gott, mein Nachbar, meine Eltern, meine Geschwister, mein privates Umfeld sieht mich dann da auf einmal im Internet? Eher das private Umfeld, familiär, das ist das größere Problem bei den meisten. Weil die einfach Angst haben, klar, weil die ältere Generation, die sind ja dieses typisch deutsche Denken, ja, ich heirate jetzt seit einen und bin bis ans Lebensende mit dem zusammen. Die verstehen das meistens auch nicht und da haben halt auch viele Angst, wenn sie dann das der Familie sagen, dass sie dann irgendwie abgestoßen werden oder irgendwie anders da angesehen werden. Ja, also da ist die Meinung der Familie schon sehr, sehr wichtig. Aber ich zum Beispiel sage, das ist so, bei mir ist es so, es ist mein Leben und ich will das so leben, wie ich das möchte. Entweder es wird akzeptiert oder es wird nicht akzeptiert. Aber meine Einstellung dazu ist, warum sollte ich mich jetzt für andere verbiegen?
wenn es mein Leben ist. Also, da bin ich. Aber hast du damals, sag ich mal, dein Umfeld vor vollendete Tatsachen geschickt und hast gesagt, ich mach das jetzt, ich bin da angemeldet? Oder hast du im Vorfeld vielleicht mit Freunden, Vertrauten, mit deinen Eltern geredet, sagst, ich habe das vor, ich werde das auf jeden Fall machen und, sag ich mal, ein bisschen die Reaktion abgewartet oder dann auch auf Verständnis gehofft? Ja, also bei mir war tatsächlich auch die Angst da, wenn sie es rausfinden, was passiert dann, was prasselt auf mich ein. Ich habe es tatsächlich so gemacht, ich habe mit Freunden drüber geredet, die haben gesagt, du, hey, wenn dir das Spaß macht, warum nicht? Meiner Familie habe ich es tatsächlich erst nach einem Jahr gesagt. Also klar, viele von frühere Bekanntschaften, die haben das natürlich auf Social Media sehr, sehr schnell natürlich auch mitbekommen, was ich jetzt mache. Mhm. Wo auch ich sagen muss, die meisten, die haben sehr negativ darauf reagiert. Wobei ich auch sagen muss, ja, das ist halt einfach Einstellungssache. Die sind alle in diesem typisch deutschen Denken, sage ich immer, drin. Sind da aus allen Wolken gefallen, weil ich eben komplett anders, da war auch früher eher sehr zurückhaltend und schüchtern und jetzt lasse ich hier jetzt auf gut Deutsch die Sau raus. Das kannten die nicht von mir. Ich habe aber allerdings mit denen auch schon Jahre nichts mehr zu tun gehabt und dann sehen die das und dann natürlich haben sie jetzt was zu reden. Hat mich jetzt halt nicht wirklich viel berührt, weil ich schon gesagt habe, hey, also Freundschaft ist das für mich nicht mehr. Wir haben jahrelang keinen Kontakt gehabt. Ich ziehe mein Ding durch und fertig. Meine Familie heißt es jetzt nicht für gut, akzeptiert es aber. Aber ich sage dann auch, ihr habt eben diese zwei Optionen, entweder ihr akzeptiert es oder akzeptiert es nicht. Aber ich habe am Anfang sehr viel Wert drauf gelegt, was andere sagen. Mittlerweile sage ich, hey, ich mache mein Ding, es macht mir Spaß und deswegen mache ich das auch. Haben denn diese ehemaligen Bekannten dich dann wirklich angeschrieben bei Social Media und sozusagen gesagt, oh Gott, ich bin vollkommen geschockt, wie kannst du nur? Oder hast du es eher über andere gehört, dass die so ein bisschen, sag ich mal, hinterrücks geredet haben? Sowohl als auch. Also es haben sehr viele über mich geredet hinter meinem Rücken. Das haben mich auch tatsächlich ein paar angeschrieben, was ich auch sehr lustig gefunden habe, weil zum Beispiel bei Einnähre, mit der habe ich jahrelang nichts zu tun gehabt und für mich war das keine Freundschaft, man kennt sich eben und mir war das auch nicht und dann kriege ich auf einmal von der eine Nachricht auf Social Media, wo es dann geheißen hat, so ja, also solche Leute möchte ich nicht in meinem Bekanntenkreis haben, ich möchte nicht mehr mit dir befreundet sein und ich habe das gelesen und habe mir gedacht, so ja, das letzte Mal haben wir uns vor 5 Jahren gesehen, also für mich tut das jetzt gar nichts zur Sache und für mich war das auch keine Freundschaft mehr. Also war die Nachricht total sinnlos. Und ja, es haben sehr viele drüber geredet und dann am Anfang habe ich mir Gedanken gemacht, aber ich habe mir die Leute dann auch gekauft und zur Rede gestellt. Und wenn man dann persönlich vor denen steht, sie haben doch sehr Respekt vor einem, weil es macht natürlich nicht jeder, sich so öffentlich nackt zu zeigen, so intim auch zu zeigen. Da gehört schon viel dazu, muss ich jetzt auch mal sagen, weil klar, du teilst dir deine intimsten Momente mit der Menschheit, mit der Öffentlichkeit und sie haben halt einfach dieses falsche Denken drin gehabt und weil ich dann gesagt habe, hey, wir haben seit Jahren nichts mehr zu tun, was interessiert dich eigentlich, was ich mache? Und dann war eigentlich relativ schnell Ruhe und ich muss auch sagen, die Leute, die ich jetzt kennenlerne und ich spiele da ja mit offenen Karten und sage, hey, ich drehe Pornos, ich bin Webcam Girl, die feiern das. Also ich muss sagen, in letzter Zeit, ich lerne so viele coole Menschen kennen, die sagen, hey, für mich wäre das nix. Ich bin zwar auch sehr offen, ich gehe gern FKK, aber mehr auch nicht. Aber die feiern das extrem und das tut einem auch gut, so ein Umfeld um sich rum zu haben, die sagen, hey, du bist eine coole Socke, mach das weiter, so wie du es bisher gemacht hast. Und du bist total super, auch wenn du in dieser Branche bist. Aber ich bekomme in letzter Zeit sehr viel positiven Zuspruch, jetzt auch keinen negativen mehr. Ja, und wie gesagt, die ehemaligen Bekannten, die dann noch andeuten, ich entfolge dir jetzt oder wir sind keine Freunde mehr, muss man sagen. Wieso deutet man sowas eigentlich an? Gebe ich dir vollkommen recht. Und sagen, ja gut, dann, wenn es bei Instagram ist, drück den Entfolgen-Button und alle sind fein, du musst es nicht vorher noch ankündigen. Und der ist ja häufig so, dass ich gerade in solchen Situationen ja so die Spreu vom Weizen trenne, wo man einfach sagt, ja, wer ist denn wirklich ein Freund? Wo bin ich als Person wichtig? Und nicht, wo mein Beruf in Anführungsstrichen wichtig ist, ne? Weil
Ich habe noch nie gehört, dass einer gesagt hat, pass auf, ich bin jetzt auf einmal Dachdecker. Und er sagt, das ist ja eine Katastrophe, du bist jetzt Dachdecker, jetzt sind wir nicht mehr befreundet. Ne, dann muss man vielleicht auch mal ein bisschen offener denken und einfach sagen, ja gut, wie du gesagt hast, es gibt vielleicht Leute, die sagen, für mich wäre es nichts. Ne, ist auch ungewöhnlich, aber wenn du damit fein bist, dann ist das Wichtigste, ne? Dass man sagt, wenn du glücklich bist, ich meine, da können sich viele eine Scheibe von abschneiden, dass sie sagen, ja, ich bin mit dem, was ich beruflich mache und privat mache, glücklich. Und ja, jeder sucht da seinen eigenen Weg. Jetzt ist die Dreiviertelstunde schon um, das ging mal wieder rasend schnell. Es war auf jeden Fall sehr, sehr spannend und ich hoffe auch alle Zuhörer oder auch Zuseher auf YouTube hatten eine Menge Spaß bei dem Podcast. Wer es noch nicht gemacht hat, gerne abonnieren. Dann werdet ihr beim nächsten Mal auch informiert, wenn eine neue Folge da ist. Und wie immer zum Schluss hat natürlich das letzte Wort immer noch ein Gast. Also Mia, du darfst das Schlusswort zum Podcast nennen. Das Schlusswort, oh. ja, also ich kann eigentlich allen raten, probiert es aus, seid offen in eurer Sexualität, redet mit euren Partnern drüber, einfach locker, ganz offen, mit viel Vertrauen, dann macht das Leben einfach viel mehr Spaß. Bis zum nächsten Mal, ciao. Tschüss.